Hallo, ne? Ich bin Marlies Schaum und ich sage herzlich willkommen in unserem digitalen Salon. Heute der erste des Jahres 2014. Eure Gastgeber sind, wie gewohnt, die Radio Wissen und das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und heute wollen wir in bester Salonmanier darüber sprechen, wie eigentlich das Netz die Welt von Film und Fernsehen verändert. Was da schon alles passiert ist, was da vielleicht noch kommt, was wir vielleicht wollen, was uns nicht so gut gefällt. Wird es nur noch Streamingdienste und Netzportale geben oder wird auch ein bisschen was vom klassischen Fernsehen, vom klassischen Film einfach erhalten bleiben? Was wünschen wir uns? Was passiert da? Wird es total bunt und wunderschön und wir haben ganz viel Auswahl oder wird es vielleicht auch einfach nur unglaublich anstrengend und wir wollen das alles gar nicht? Unser Thema also heute im digitalen Salon. Die Welt, Film und Fernsehen und wie sie sich durchs Internet verändert. Und das Schöne ist, wenn man über Film und Fernsehen dazu ein Thema, ne, also darüber spricht, dann hat man immer gut aussehende Gäste, ne, die aus der Film- und Fernsehbranche kommen. Jana zum Beispiel ist dabei und Bertram und Florian. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, sage ich mal. Top. Jana Nanzig ist eine von denen, die dafür sorgt, dass wir überhaupt noch was zu gucken haben. Sie ist nämlich eine freie Autorin und Regisseurin und Produzentin und arbeitet daran mit, dass wir eben auch in Zukunft was zu gucken bekommen. Und Bertram ist einer derjenigen, Bertram Google, der sorgt dafür, dass die Leute, die sich dafür interessieren, was eigentlich passiert, wenn Film, Fernsehen und Internet zusammenkommen, dass die da ein paar Infos bekommen und ein paar Hilfestellungen, welche Möglichkeiten es da eigentlich gibt. Und Florian analysiert das alles, wenn man so möchte, Florian Mundhenke. Er ist zumindest Juniorprofessor an der Uni Leipzig, Institut Kommunikations- und Medienwissenschaft und er interessiert sich vor allem für mediale Hybride. Fand ich total schön, Florian, deswegen darfst du auch mal direkt anfangen. Ich würde nämlich gerne wissen, was denn im Rahmen von Film und Fernsehen für dich so ein medialer Hybrid ist. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Geht es da um Programm? Geht es da um Sendungen? Geht es da um Fernsehsender, die mit irgendwem zusammenarbeiten? Was genau erforschst du da? Also mediale Hybride ist sozusagen ein allgemeiner Begriff, der versucht, diese medienkonvergenten Erscheinungen zu erfassen, die eben mit der Digitalisierung einhergehen. Das heißt, es geht um all das, was du eben gesagt hast, nämlich sowohl eben Inhalte, Formen, die miteinander eben verschmelzen, sich verändern, Gattungen und Genres, die etwa auch zusammenkommen, als auch eben um technische Einrichtungen, wo ich jetzt im selben Medium unterschiedliche Angebotsformen, Text, Bild, Bewegtbild habe, als auch eben auch um hybride Nutzungsformen. Und das ist natürlich besonders spannend, indem man guckt, in welchem kulturellen Rahmen spielt sich das überhaupt ab, was wir da untersuchen. Also diese Technik zu untersuchen, ist eigentlich nicht so spannend, weil sich das so schnell verändert, dass wir in 2 Jahren schon wieder ganz woanders stehen. Aber zu gucken, hat das auch eine Nachhaltigkeit, wird das von Nutzern angenommen und wie verändert sich auch die Medienrezeption dadurch? Gib uns doch mal ein Beispiel für so einen Inhalt, einen medial-hybriden Inhalt quasi. Hast du da was Konkretes, was du mal beschreiben könntest? Ja, das habe ich. Also ein Beispiel wäre, wo wir gerade dran sind, das ein bisschen zu erforschen, an den sogenannten Webdokumentationen, die jetzt so ein bisschen im Kommen sind, indem ich sozusagen Inhalte, die in der klassischen linearen dokumentarischen Form, etwa als Fernsehdoku, 45, 60 Minuten früher aufgearbeitet werden, dass die jetzt zunehmend auch im Netz stattfinden. Und das Gleiche, was man im Fernsehen gesehen hat, wird einfach nur im Netz ausgestrahlt? Genau, ja, nee, es wird sozusagen ins Netz transferiert und ich versuche das natürlich auch interaktiv dort anzubieten. Das ist dann genau der Clou, dass ich da nicht mehr diese linearen Inhalte habe, die ich mir da 45 Minuten lang am Stück angucken muss, sondern mich selber durchnavigieren muss als Nutzer, durch die Inhalte mir selber auch Inhalte sammeln kann, vergleichen kann, an bestimmten Punkten aufhören kann, auch das individualisieren kann, das spielt auch eine große Rolle. Und das mache ich nur am Computer oder brauche ich dazu auch noch ein Smartphone mit einer speziellen App oder irgendwie sowas? Das wäre entweder eben am Computer auf einer Webseite, das ist eigentlich typischer, oder über eine App, auch das hat es schon gegeben, ja. Ist das das, was uns erwartet, wenn wir über die Zukunft von Film und Fernsehen und wie das Netz da so reinmischt, sprechen, solche medialen Hybridformen? Habt ihr da auch Beispiele hier noch in der Runde? Bertram. Ich glaube nicht so ganz an die Webdokumentation, die wir im Moment sehen, weil das ist so, ich würde mal sagen, ganz, ganz früh. Phase und so. Und, ist natürlich, aber es ist ein Anfang von etwas, wo was zusammenkommt. Ja, die Sache ist ja einfach, dass was ich zumindest oft sehe, ist, wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, dass entweder versucht wird, das Internet ins Fernsehen zu packen oder das Fernsehen ins Internet. Ne? Und dann habe ich plötzlich trotzdem eine Webdokumentation, die ist, da heißt dann aber, ich muss irgendwie in einem vorgegebenen Pfad laufen und die Inhalte sind irgendwie in einer Flashbox drin und ich kann die nicht verlinken. Die sind nicht wirklich Teil des Internets im Sinne von, wie heutzutage Webtechnologien funktionieren, wie heutzutage Seiten gebaut werden, sondern ist oftmals
Black Boxes. Ich gehe rein, ich komme wieder raus. Aber hast du ein gutes Beispiel für einen medialen Hybriden, der deiner Meinung nach noch besser funktionieren würde? Nee, ich glaube, diese Hybride, die entstehen, diese neuen Formate, das sind ja die, für mich entstehen die auf ganz neuen Ebenen, das, was vielleicht vorher gar nicht abgebildet wurde. Also wenn wir inhaltlich zum Beispiel, wenn wir alle Lernvideos nehmen, ne? Das gab es natürlich früher auf DVD und VHS, gab es auch Lehrvideos oder so. Mhm. Aber mittlerweile, was da alles aufgeblüht ist, auch in der Detailtiefe, wo es runtergeht, wie mache ich meinen Nagellack auf den Finger, wie binde ich meine Schuhe in 3 Sekunden, wie binde ich eine Krawatte, all das kann ich im Internet als Video, als Bewegtbild abfingen, was im Fernsehen nie konnte, was ich im Internet wunderbar anbieten kann, was sich da entwickelt hat aus diesem Zusammenspiel dieser zwei Medien. Aber es gibt ja noch einen Unterschied zwischen Film und Fernsehen. Also ich meine jetzt wirklich Filme und Fernsehserien und Dokumentationen und ein kleiner 1,30er-Clip, wo mir gezeigt wird, wie ich meine Nägel richtig lackiere. Das ist für mich jetzt keine Film- und Fernsehwelt, das ist Bewegtbild im Allgemeinen, oder? Ja, aber das ist ja was daraus entsteht. Also ich darf ja nicht einen Einzelclip sehen, sondern das ist ja eine Welt. Ne? Also ich kann ja sagen, ich mache von jetzt Person X, die solche Anleitungen genau, die in macht ihrem halt eigenen Kanal. 500 Anleitungen und am Schluss sind es eben auch 90 Minuten, ne, die ich dann habe. Und dann ist natürlich die Frage, ist jetzt, was ist mehr wert? Ne? Ist die Doku, die 90 Minuten irgendwie durcherzählt, oder sind es eben dann 90 Einzelclips als eine Minute mehr wert? Mhm. Aber es ist eine an das Internet stärker adaptierte und besser verbreitete Form, die dort einfach viel, viel besser funktioniert in dem Fall. Ich habe noch eine Idee, was du ja gemacht hast, ne? Jana, du hast ja eine Serie quasi mitkonzipiert, erfunden, regelrecht, dann Regie dafür gemacht und auch die Drehbücher geschrieben, nämlich eine Serie namens About Kate, hieß sie. Wer sie nicht kennt, für Arte produziert, ne? Von dir auch mit. Wie viele Teile waren es? 12? 14 waren es insgesamt. Also eine Serie über eine junge Frau, die nach Silvester beschließt, sie lässt sich in eine Nervenklinik einweisen, um ihr Leben in den Griff zu bekommen. Das war wirklich etwas, was man im Fernsehen sehen konnte oder eben im Internet sehen konnte. Aber wer wollte, konnte sich ja dazu noch auf sein Tablet, PC oder auf ein Smartphone eine spezielle entwickelte App runterladen, die About Kate App. Ja? Man konnte interaktiv teilnehmen. Du kannst es aber ein bisschen besser vielleicht erklären. Was genau konnte man dann zum Beispiel machen, während man das im Fernsehen oder im Internet geguckt hat? Also wir wollten eigentlich die Möglichkeiten und auch das Überfordertsein sozusagen der digitalen Welt in unsere Serie mit einflechten und quasi nochmal so echoen in den Applikationen und Dingen, die dann noch im sozialen Netzwerk passieren. Und deswegen konnte man sich mit Kate, der Hauptfigur, auch auf Facebook befreunden, auch mit den Nebencharakteren und wirklich 24 Stunden lang sich mit ihr unterhalten und ihren Posts auch folgen. Und man konnte auch selber noch User-Generated Content, also eigene Videos und Fotos einschicken, weil wir unsere Postproduktion quasi parallel zur Ausstrahlung hatten. Und deswegen konnten wir auch noch User-Beiträge in die Serie mit einflechten. Mhm. Was ich aber auch noch sagen wollte dem Gespräch davor ist, dass ich immer nicht so ganz verstehe, wenn die Diskussion in die Richtung geht, was ist denn jetzt das Neue oder stirbt das Kino aus oder so, obwohl das bestimmt eine interessante Frage ist. Aber für mich fühlt sich das Digitale eben extrem auch so an wie eine ganz klassische Evolution, in der es eine wahnsinnige Artenvielfalt gibt. Und wenn ich bei meinen eigenen Benutzererfahrungen bleibe, dann ist es bei mir eben so, dass ich es auf der einen Seite mag, über Watchever, Netflix oder so, Serien binge zu watchen oder Tutorials anzugucken auf YouTube. Ich mag auch gerne mal ein bescheuertes Video von BuzzFeed angucken, wo ein Frosch komische Dinge macht oder so. Und gleichzeitig liebe ich es auch noch, ganz klassisch ins Kino zu gehen und wirklich in dieser schwarzen Höhle zu verschwinden und auch das Gefühl zu haben, da sind jetzt mehr als 5 Leute im Privatkino mit mir. Mhm. Und alles, was dazugehört, das ist für mich so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Restaurant oder bei irgendeinem Internetdienst Essen zu bestellen, wo es ja auch nochmal Abstufungen gibt zwischen Pizza.de und einem Driving Butler. Und so ähnlich läuft es auch ab, wenn ich Klamotten bestelle. Also mal finde ich es super praktisch, dass die ins Haus geliefert werden und mal finde ich es voll schön, in eine Boutique zu gehen und wirklich von einem Menschen beraten zu werden. Ich wollte damit auch gar nicht schon sagen, hier Kino stirbt aus. Und überhaupt, ich wollte einfach nur mal von denen, die sich damit ja beschäftigen, hören, was es denn für Optionen gibt. Also wenn du sagst, klar, da gibt es vieles Neues und da kommt viel auf uns zu, dann müssen wir vielleicht mal drüber sprechen, wie die große neue Büchse denn aussieht, die da geöffnet wird und was denn da für schöne Überraschungen vielleicht drinstecken könnten und auch schon drinstecken. Deswegen fragte ich gerade interessiert nach. Ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen, zusätzlich zu der Serie noch so, sag mal, Begleitmaterial anzubieten, das Leute auch nutzen. Wie war denn der Zuspruch? Wollten viele noch abseits des normalen Guckens mitmachen und mitmischen?
Ich hätte das selber gar nicht so erwartet, weil, glaube ich, wenn ich selber irgendwie rezipiere, dann doch auch oft so als doch eskapistischer Moment und gar nicht mit so einfach gehen lassen und lean forward lassen und noch ganz viel mitmachen. Und deswegen dachte ich auch, dass die Zielgruppe vielleicht auch schon sich zu erwachsen fühlt, als jetzt irgendwas selber herzustellen und einzuschicken. Aber was tatsächlich wunderbar funktioniert hat als Verstärker und gar nicht so als Marketing-Verstärker, weil wir hatten ja nichts wirklich zu verkaufen, die App war auch umsonst, sondern eher als Verstärker hinsichtlich Identifikation. Es ist, die Leute auf Facebook eben extrem sich mit Kate verknüpft haben und dadurch auch das Gefühl hatten, glaube ich, tatsächlich mit einer realen Person in Kontakt zu sein. Und da Aber ist das nicht eher ein bisschen krank? Also, dass man wirklich denkt, dass, also man weiß doch eigentlich, dass es eine Schauspielerin ist. Ich glaube, es ist ganz, ganz menschlich und vielleicht hätte ich das in Theorie auch noch gedacht, aber es hat auch andersherum funktioniert, dass man selber auch ein Gefühl von Attachment hatte zu diesen Usern. Mhm. Und ich glaube, man kann diese parasozialen Effekte gar nicht genug sozusagen einschätzen, weil eigentlich das, was wir tun, wenn wir auf Facebook unterwegs sind, ist auch uns mit Avataren zu unterhalten. Wir wissen am Ende des Tages auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, wer sich dahinter verbirgt. Und es braucht eben eigentlich nicht mehr als jemand, der sein Profilbild wechselt und antwortet. Absurd, und auf eine Art, ne? Das auch. Ja, das frage ich gerade. Gibt es irgendwie Zahlen, Daten, dass Nutzer das wirklich wollen? Ich meine, du berätst ja Firmen, ne, die sich für sowas interessieren. Wie viel Zuspruch gibt es bei sowas? Also wen interessiert so eine Interaktion mit einem Fernseh- oder Filmformat oder so? Der Mechanismus ist ja ein anderer. Also es gibt ja zwei Ebenen. Und zwar, wenn, also zum Beispiel, wenn ich so eine virtuelle Figur habe oder so, oder auch Serienfiguren und dann da poste oder kommentiere und dann kommt jemand rein und sagt, ja Moment, hier, die ist ja gar nicht real, dann kommt zuerst mal alle, du bist blöd, weil die ist natürlich, das wissen wir doch, aber jetzt sei ruhig, wir wollen weitermachen. Und das ist also das, wie ein Spiel. Man möchte das gerne. Man möchte da reintun. Und das, diese Meta-Ebene, ja, das ist alles nicht real, die ist natürlich den Nutzern irgendwo auch bewusst, aber sie wollen in diese Welt eintauchen. Und das ist ja genau das, was das bietet. Also so, ich kann viel, viel tiefer in die Geschichten reingehen und vor allem die Geschichten werden ja auch immer größer. Also das ist ja. Ich habe einen Vortrag von dir im Netz gesehen und da hast du das an dem Beispiel deutlich gemacht, wie gerne Leute interagieren. Da hast du einen Vortrag, glaube ich, darüber gehalten, dass unter anderem die, waren es die MTV Music Awards oder was von Viva, irgendwas, dass die wenig Zuschauer noch hatten, es lief nicht mehr so gut und dann haben die Twitter eingesetzt und man konnte sich einschalten und Stars haben getwittert und dann hatte man eine Twitter-Wall nachher, mehrere Shows später und man konnte sehen, wie immer mehr Leute sich da eingeschaltet haben und darüber twittern wollten auch. Anhand sowas, misst man anhand sowas, dass die Leute das wollen? Oder ist das so ein Neuigkeitseffekt? Ach, da geil, das geht jetzt, wir machen es mal. Naja, das ist ja immer so ein bisschen, das verstärkt sich ja selbst. Also über was wird geredet? Ich möchte Teil des Ganzen sein. Und wenn ich das schaffe, sowas zu setzen, dann wird es ja immer größer. Und diese Geschichten, über die ich reden will, da gibt es ja nicht so viele. Und dann muss ich eine davon sein. Und wenn ich es schaffe, eben wieder ins Gespräch zu kommen, in dem Fall war es bei MTV Twitter, weil das eben so ein Medium war, wo ich wirklich näher dran sein kann. Das heutzutage hat keine Show mehr irgendwie eine Presse oder irgendwie eine Aufmerksamkeit, wenn sie sagt, ja, wir machen jetzt auch Twitter, dann ist ja okay, hätte das mal vor 5 Jahren gemacht. Ne? Also, sondern aber damals war das was Neues und das konnte man tun. Und dann kam man ins Gespräch und dann wollten die Leute natürlich teilhaben. Und vor allem der Blick, diese Nähe herzustellen. Genau das ist ja auch das, was damals war ja die Sache nicht, MTV twittert von den Video Music Awards, sondern die Stars twittern von hinter der Bühne von den Video Music Awards. Heutzutage ist es gang und gäbe, da gibt es irgendwie Spiegel, die Fotos von allen machen, die vorbeilaufen, die das automatisch ins Netz schicken. Damals war es neu. Und so, ich war plötzlich viel, viel näher dran an diesen Personen. Ich hatte genau diese Nähe, die wir gerade gehört haben, die Nutzer auch suchen. Wurde da hergestellt über dieses Event. Aber habt ihr vielleicht in dieser Runde noch andere Beispiele dafür, für vielleicht auch klassische Fernsehexperimente oder Kinofilmsachen, wo man gemerkt hat, die Leute lieben es oder fahren darauf ab, wenn man sich beteiligen kann, egal wie jetzt. Also wenn das eine Dimension weitergeht, als nur, wie du eben sagtest, sich berieseln lassen. Gibt es da Beispiele, abgesehen von About Kate, dieser schönen Serie? Habt ihr welche? Florian. Jetzt jenseits der Digitalität, also vorher oder jetzt aktuell? Nee, jetzt so aktuell. Irgendwas, wo du sagst, Mensch, da hat man wirklich gesehen, die User wollen sowas, was Neues, etwas, was einen Mehrwert hat. Nee. Überleg. Nee? Ja. Es gibt im Moment, in den USA gibt es eine ganz schöne Show, Hit Record heißt die.
Und die Idee, oder das ist eigentlich nur die Ausprägung einer Internetplattform. HitRecord ist eine Internetplattform für Kreative. Ich kann dort hingehen und meinen Text hochstellen, den ich geschrieben habe. Ich kann ein Gedicht veröffentlichen, ich kann eine Zeichnung veröffentlichen und andere können das dann immer weiter drehen und remixen und können dann sagen, okay, ich nehme die Zeichnung und ich nehme das Gedicht und das Gedicht ist dann der Sprechertext und die Zeichnung der Hintergrund, ich mache einen Animationsfilm draus und so. Und in die Plattform können auch quasi immer wieder neue Aufgaben reingegeben werden. Macht mal einen Film zu XY und so. Und das Ganze wird von Jordan Gosch-Levitt gemacht und seinem Bruder. Mhm. Und der hat jetzt daraus eine Show gemacht, Hit Record on TV. Und, so heißt das reine Online-Format ist jetzt ins Fernsehen gewandert? Die Plattform, das die Plattform. Ist kein Format, mhm. Das ist eine Plattform. Ja. Da werden Kurzfilme erstellt, da werden Songs erstellt. Aber aus diesen ganzen Einzelstücken wird jetzt eine Fernsehshow gemacht, die eigentlich kollaborativ entsteht. Mhm. Das heißt, ich habe ständig in diesem Fernsehformat ganz viele Credits, weil da überall steht, okay, XYZ, weil das nicht mehr nur einer hergestellt hat, was natürlich auch sonst immer der Fall ist, aber die werden ja meistens im Fernsehen hinten immer abgeschnitten, wer da alles mitgemacht hat, wird das ja sehr transparent gemacht und es ist eigentlich so eine wirklich, das ist eine kollaborative Fernsehformat und so, dass sich aus der Plattform heraus entsteht und immer wieder zu monothematisch mit einer Sache beschäftigt. Florian, du wolltest eben vielleicht noch was ergänzen. Genau, also ich wollte noch ergänzen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sozusagen dem Nutzer was anbietet, wo er selber auch einen Beitrag leisten kann, was also nicht nur eine Kommentarfunktion innehat, sondern wo er selber aktiv kreativ werden kann. Also was wir untersucht haben, waren zum Beispiel diese Trailer-Mashups, also wo von Filmtrailern Alternativversionen, in der Regel Parodien erzeugt werden. Und da war der Zuspruch von Nutzern sehr groß, die eben sich selber auch beteiligt haben, auch gegeneinander angetreten sind, indem sie den gleichen Trailer anders gemash-upt haben. Andererseits ist natürlich auch immer so relativ schnell die Fahnenstange der Interaktion erreicht. Also man merkt dann relativ schnell, mehr Leute kommen einfach nicht dazu. Und es gibt auch sehr viele passive Nutzer, die sich das zwar ansehen und irgendwie das vielleicht mal liken, aber die selber sozusagen keine Inhalte hochstellen oder damit aktiv umgehen. Ne? Mhm. Das sind doch eher wenige, denke ich. Insgesamt kommt es mir darüber hinaus noch so vor, dass wir bei Twitter haben wir ja auch schon, dass mehrere Menschen sich zu einem Thema unterhalten, wie dem Tatort oder so. Aber grundsätzlich die Sehnsucht nach so einem virtuellen Lagerfeuer, in dem wir sitzen, wenn wir das dann nicht mehr zu Hause mit der Familie machen, merke ich sozusagen schon auch in der Fanart und so zu verschiedenen Serien, die sich dann ja ihre Foren suchen. Mhm. Oder es gibt eben, glaube ich, in England viel mehr Companion-Apps, die schon sozusagen so... Was sind Companion-Apps? So einfach begleitende Apps, die so... ich glaube, bei uns gibt es eine in Deutschland, die heißt irgendwie Couchgeflüster oder so. Couchfunk, der quasi zu bestimmten Fernsehformaten und Serien einen virtuellen Raum anbietet, wo sich quasi die Zuschauer dann in Echtzeit zur Ausstrahlung auch direkt sammeln können. Und die Facebook-User bei About Kate haben ganz schnell angefangen, quasi nicht nur... eigene Gruppen zu bilden, sondern auch Veranstaltungen virtuell zu erstellen, die dann bei Facebook ja auch so funktionieren, dass du mehr Leute einladen kannst und du kannst quasi schon vorglühen vor der Ausstrahlung da auch passende Videos posten und da gab es dann irgendwann so eine Kerngruppe, die dann quasi immer zur Ausstrahlung es trotzdem, obwohl man ja denken würde, wir gucken heute alle on demand und so, weil wir so viel zu tun haben, aber es gab so eine Sehnsucht scheinbar dann doch auch nochmal zu einem Termin zu sagen, alle Kate-Fans versammeln sich und unter halten sich vermehrt dann über das gerade Gesehene oder auch eben währenddessen. Also es gibt offensichtlich verschiedene Ebenen. Die eine ist, dass man etwas zusätzlich anbietet, einen zusätzlichen Raum, in dem man sich über das, was man gesehen hat, austauscht, zum Beispiel, interagiert, aber auch euch eine Rückmeldung gibt, den Produzenten, den Regisseuren. Und die andere Ebene ist, dass gemeinschaftlich was neu produziert wird, aus vielleicht etwas, was da entsteht oder vorgegeben war und es wird neu von den Nutzern zu etwas Neuem verarbeitet. Ist das richtig? Ist das so... Ja, also... Also mir geht es ja darum, wie verändert sich die Welt von Film und Fernsehen. Das eine ist das Begleitprogramm, das andere sind die Inhalte. Genau, ne? Also ich wollte nur den Punkt machen, dass quasi, was vielleicht ein bisschen was Neues ist, dass quasi zwischen den Ausstrahlungen oder auch zwischen Staffeln, wo eine kurze Pause ist, Follow-up-mäßig mittlerweile die Leute noch dranbleiben und man kann sie halt, wenn man es geschickt macht, als Produzent noch halten und quasi den Bass oben halten. Genau. Es ist ja auch sehr interessant, dass diese Medien sich ja so
super ergänzen. Also wenn wir solche Fernsehshows nehmen wie Breaking Bad, ne? Ja. Die hätten niemals den Erfolg gehabt, wenn es das Netz nicht gegeben hätte, weil nehmen wir an, jemand sagt, okay, das ist eine super Serie, musst du dir angucken, läuft jetzt, aber es läuft jetzt die vierte Staffel. Das versteht kein Mensch mehr. Wenn er jetzt bei der vierten Staffel einsteckt, was ist da alles passiert? Mhm. Was ist der Hintergrund? Mhm. Wenn das heutzutage aber jemand sagt, dann ist es kein Problem. Ach, super Serie, dann fängt er nicht bei der vierten Staffel an, sondern geht auf Watch Ever, Netflix oder sonst wohin und sagt, okay, ich schaue mir jetzt 1 bis 3 durch und dann kann ich bei 4 einsteigen und ich weiß alles. Ohne Probleme. Ne? Früher musste ich mir eine DVD kaufen, war das sehr aufwendig, umständlich. Ja. Heutzutage ist es eben sehr, sehr viel zugänglicher, jederzeit einzusteigen in diese Inhalte und dann das alles aufzuholen. Aber wenn wir darüber sprechen, was ich ja gerne wissen möchte, wie das Netz diese Welt von Film und Fernsehen verändert, geht es zurzeit hauptsächlich darum, wie man es guckt, wie man es konsumiert, wie man das kommentiert? Oder geht es auch schon richtig an die Inhalte ran? Also was ist da die größte Baustelle? Was verändert sich am meisten? Also ich würde sagen, Florian, im Moment in der Debatte drinsteht, ist eher, dass sich eben diese, sage ich mal, Erfahrungsräume multiplizieren. Also dass ich sozusagen den gleichen Inhalt in unterschiedlichen Kontexten mir selbst erarbeiten kann, herausziehen kann oder ansehen kann. Und da ist es eben so, dass das aus Sicht der Nutzer auf jeden Fall Vorteil ist, wie du eben schon gesagt hast, dass ich mich entscheiden kann, setze ich mich jetzt abends vor den Fernseher und suche mir das eben im Internet raus oder gehe ich ins Kino, mhm, und ist das für mich dann sozusagen auch, das ist ja eine soziale Handlung, die ich mache, ne? Indem ich sozusagen mich dafür entscheide, einen bestimmten Inhalt, vielleicht einen 3D-Film, eben im Kino zu sehen, dafür mehr Geld zu bezahlen, dann mit meiner Freundin hinzugehen, während ich einen anderen Inhalt alleine irgendwo danebenbei auf dem Rechner schaue. Und sich dadurch sozusagen auch die unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten, Erfahrungsmöglichkeiten vervielfältigen. Mhm. Das ist, glaube ich, was im Moment gerade besonders interessant ist. Ich glaube auch, also die neuen Sachen, die entwickeln sich ja jetzt nicht in Konkurrenz zu was existiert. Also wir können nicht sagen, jetzt kommt plötzlich die neue, bessere TV-Show um die Ecke. Das wird nicht so passieren, das geht auch gar nicht. Weil die Konkurrenz... Wird es jetzt noch nicht passieren oder kommt das irgendwann? Das kommt vielleicht irgendwann, ja, aber das wird aus einer anderen Ecke kommen. Zum Beispiel, wenn wir uns angucken, wo gibt es denn im Moment für Bewegtbild keine Konkurrenz? Dann sind es bestimmte Segmente, die vom Fernsehen und vom Kino einfach nicht abgedeckt werden. Wie was ich vorher meinte mit Lernvideos. Dann sind es aber auch zum Beispiel Kommunikation im Bewegtbild. Ich erzähle was und es muss noch nicht mal ein breites Publikum sein, sondern es können 3 Leute sein. Aber ich erzähle es nicht mit Text oder Bild oder sonst was, sondern im Bewegtbild. Ich zeichne kurz ein Video auf und schicke das jemand anderem, um meine Stimmung darzulegen. Und vielleicht ist es auch so, ich habe eine kleine Zeitnische, die wir jetzt plötzlich nutzen könnten. Früher 3 Minuten an der Bushaltestelle, habe ich halt gewartet. Heutzutage Handy raus und irgendwas auf dem Handy geguckt. Das heißt, jeder Psychologe würde dir jetzt raten, da mal ein Stück auszuspannen. Ja, wahrscheinlich. Um ein kleines bisschen Ruhe in deinen Alltag zu bringen. Aber das sind genau die Sachen, da gibt es ja momentan keine Konkurrenz zu dieser Nutzung. Ne? Also, soll heißen, es ist ja nicht so, dass YouTube jetzt auf einmal einen Spielfilmattacken startet, um ProSieben das Geschäft schlecht zu machen, sondern du meinst, damit die überhaupt Viewer haben, suchen die sich Nischen, bieten was an, was die anderen nicht bieten. Nischen rein. Mhm. Und diese Inhalte, die dort entstehen, in diesen Nischen, sind im Moment, wenn wir uns objektiv betrachten, würden wir alle sagen, nicht gut genug. Ne? Also ist okay, ist ganz nett gemeint. Du meinst, weil wir so YouTube-lastig in Deutschland sind? Nee, wenn wir einfach hergehen und sagen, okay, wir stellen auf der eine Seite About Kate und auf die andere Seite irgendein jetzt für diese Nische produzierten Inhalt, ist es in der Regel immer so, dass wir sagen können, besseres Storytelling, besser produziert, schöner geschnitten. Bei About Kate zum Beispiel, einer professionellen gemachten Serie. Und dann sagen wir, und das andere ist dann irgendwie, ne, passt nicht gut genug. Aber das ist halt nicht, weil die zwei nicht konkurrieren, kann das Neue sich entwickeln, kann besser werden und so. Und deswegen wird sich eben daraus meiner Meinung nach irgendwann dann doch was Neues, was Konkurrenzfähiges entwickeln. Aber das braucht Zeit und da werden wir noch eine Weile drauf warten. Mhm. Arbeitest du denn schon an was Neuem, Jana, was du vielleicht schon erzählen darfst? Habt ihr neue Ideen? Habt ihr daraus was gelernt aus eurem Serienprojekt, was ihr jetzt mal umsetzen wollt oder so? Also alle Beteiligten haben, glaube ich, definitiv viel gelernt, auch Arte. Das auch nochmal als kleiner Einschub ist auch, finde ich, spannend, dass es eben auch beweglich ist und die Hybride sozusagen ja dann auch nicht mehr genau zu sagen ist, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf und wie sozusagen die Ping-Pong- und Wechseleffekte da sind. Weil ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass About Kate, was ja gar nicht als Serie geplant war und deswegen auch wahnsinnig spät am Samstag lief,
nicht entdeckt worden wäre, wenn es das Netz nicht gegeben hätte. Und auf der anderen Seite, wenn wir nur eine Webserie gewesen wären, wäre da nicht sozusagen die Aufmerksamkeit gewesen und auch nicht der Ritterschlag, hey, das ist Arte und es ist irgendwie hochwertig und sehr untergegangen in so einem riesigen Meer von Webserien irgendwie. Und deswegen haben sich da alle Kanäle wahnsinnig gut befruchtet. Mhm. Und wie gesagt, also ich hatte das Gefühl, dass unsere kleinen Tentakel in alle Richtungen die Effekte einfach verstärkt haben. Und zurück zu deiner Frage jetzt. Ja, also es gibt ganz viele Learnings und ich habe aber auch das Gefühl, ich muss es so ein bisschen sacken lassen, weil ich habe jetzt 2 Jahre lang in diesem Projekt gearbeitet, mhm, und wir waren ein ganz kleines Team. Und es war eben noch Pionierarbeit, auch wenn es das nicht mehr sein sollte und wir uns alle wünschen, dass es nicht mehr unter dem Label Experiment irgendwie läuft, war es das auf jeden Fall von den Rahmenkoordinaten. Und deswegen gilt es jetzt auch ein bisschen auszuatmen, weil ich ja auch nochmal quasi die Kate Half gemacht habe. Also ich habe ja auch dann 5 Facebook-Profile noch betreut im Schnitt und habe quasi so ein bisschen eigentlich absurderweise dann das vollzogen, was meine Hauptfigur, wo meine Hauptfigur schon angekommen war in einem gewissen Overload. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder ordnen und bin total gespannt darauf, quasi auch neue Formate, die parallel entstanden sind. Es geht ja jetzt auch viel schneller. Also ich habe auch das Gefühl, als ich da erstmal rauskam aus der About Kate-Höhle, dass einfach wahnsinnig viel parallel passiert war. Und das ist eben auch spannend, dass es mittlerweile alles ein bisschen schneller geht. Und genau, und ich werde jetzt erstmal als Creative Director arbeiten für einen Sender und werde da versuchen, auch spannende Dinge zu machen. Für einen klassischen Fernsehsender jetzt? Für einen klassischen Fernsehsender. Auch nicht ganz so klassisch. Du willst auch eine klassische Serie dann betreuen? Oder nee, ich werde einfach insgesamt spannende Formate suchen. Ja. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ich weiß, dass alle im Publikum, jetzt ist jetzt hier nicht repräsentativ, aber ich würde gerne einmal ganz kurz rumgehen und fragen, wer von euch denn schon mal sich interaktiv vielleicht an irgendwie sowas beteiligt hat? Also meinetwegen eine Fernsehserie oder rund um einen Spielfilm oder eine Serie, die ihr generell mögt. Hat irgendjemand da schon mal irgendwas abseits des sich berieseln lassens dann gemacht? Keiner zeigt auf. Wünscht sich das denn jemand bei irgendeiner Serie? Hat jemand von euch eine Meinung dazu? Habt ihr schon mal gedacht, Mensch, hier würde ich mich jetzt aber gerne mal einmischen? Dahin. Ganz hinten natürlich, ne? Ich komme mal zu dir. Ich halte dir das Mikrofon. Hallo. Was wünschst du dir? Eigentlich, dass es so bleibt, bis ist. Denn ich habe schon Sendungen gesehen, wo sich Leute eingemischt haben und muss sagen, dass ja nicht nur ich das Recht habe, sie einzumischen, sondern so viele andere. Und meistens, was für eine Sendung meinst du, wo sich jemand eingemischt hat? Das oder? Weiß ich nicht mehr, das ist schon ein paar Jahre her. Da gab es mal so einen Krimi, wo man mitmachen konnte. Mhm. Und ich muss sagen, das meiste, was die Leute mitgemacht haben, hat mir nicht gefallen. Denn das Problem ist ja, es ist ja nicht eine Sendung, an der nur ich mitmachen kann, sondern an der viele mitmachen. Und es ist dann so ein Brei, der von vielen Köchen verdorben wurde. Mhm. Okay, da lacht die Jana. Jana, warum lachst du da so laut? Nee, ich bin ganz deiner Meinung. Es muss auch immer einen guten Kurator Dankeschön. Geben. Das muss wohl dosiert sein mit dem Mitmachen. Ja. Genau. Ja, vor allem, ich glaube, man muss auch wissen, auf welcher Ebene kann man den Nutzer mitmachen lassen. Also wenn ich, auf welcher kann man denn mitmachen lassen? Wenn man jetzt sagt, nee, macht mal einen Film, dann wird nichts rumkommen. Oder macht mal eine Serie oder so. Ne? Oder schreibt mal ein Buch. Sondern wenn ich aber sage, macht ein Foto, wie ihr in der Badewanne sitzt und euren großen Zeh raushebt. Ja, das funktioniert. Mhm. Das ist einfach, das ist klar definiert. Das also ist, niedrigschwellig muss es sein. Es muss eine klare Aufgabe sein. Okay. Und ich muss auch wissen, was ich möchte von den Nutzern. Ich muss ihnen das zeigen, was ich möchte. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, dann bekomme ich nichts zurück, weil es ist so, ja macht mal. Ne? Ja, aber die Frage ist, ich greife das nochmal auf, diese Kritik, die wir gerade gehört haben, die Frage ist ja, brauchen wir denn überhaupt so eine Interaktion? Oder ist es gar keine Frage des Brauchens? Ich glaube, also warum eben, lässt man nicht einfach alles so, wie es ist? Ich glaube eben, dass es sich natürlich entwickelt hat. Also deswegen sitzen wir jetzt und reden darüber, mhm, weil sozusagen die Bedürfnisse im Internet und die Gewohnheiten im Internet dazu geführt haben, dass es uns plötzlich selbstverständlich ist. Durch soziale Netzwerke, sowas meinst du jetzt? Bedürfnisse, die da kreiert werden? Durch alle Möglichkeiten, die sozusagen die digitalen Datenwege da eröffnet haben. Mhm. Und ich glaube, man kann das ja, das ist ja das Gute daran, dass wir eigentlich mündig sind, das auch selber zu dosieren. Und eigentlich sozusagen könnte Bertram auch an der Bushaltestelle stehen und sich Vögel angucken und nicht auf seinem Telefon rumdaddeln. Er kann sich ja entscheiden. Eigentlich könnte er sich entscheiden. Wie wenn der Krimi mich nicht interessiert, bei dem viele mitmischen, dann lasse ich es eben sein und gucke was anderes. Ja, oder ich gucke halt nur den Krimi, also zum Beispiel bei About Kate war es ja so, man konnte das auch einfach so gucken und die App sein lassen und auch seinen Rechner nicht währenddessen aufmachen.
Haben sich denn die klassischen Hollywood-Filme, die wir so kennen, die großen Knüller oder auch die kleineren Kracher, hat sich da schon was verändert durch das Internet? Dass die anders produziert werden, dass der Film sich verändert, dass man anders einfach Storys erzählt? Man besetzt sie anders. Man besetzt sie anders? Ne, zum Teil, also heutzutage werden Filme zum Teil danach besetzt, wie viele Reichweite die Protagonisten bei Facebook haben. Ne? Also man wird einfach... Gib mal ein Beispiel. Echt? Ne, ja klar. Also, weißt du da interner, Bertram? Naja, also ist ja relativ einfach. Man muss sich doch mal anschauen, was Matthias Schweighöfer auf Facebook macht. Der zeigt also Fotos von sich als nackt. Genau, und hat da eine relativ breite Fanbasis akkumuliert, die natürlich klar definiert ist, eine Zielgruppe. So, wenn er jetzt gecastet wird für einen Film, verkauft er nicht mehr nur sich, sondern er verkauft natürlich seine Facebook Reichweite mit, weil er sagen kann, okay, wenn ich da jetzt euren Film ein paar Mal über Facebook promote, sage, super Ding, geht da rein, so und so viele Teenies rennen dann in den Film, bedeutet für euch hinten raus so und so viel, das bezahlt ihr mir bitteschön. Also ich habe tatsächlich, ich gebe das jetzt zu, aus Neugier natürlich nur, bei Facebook mal das Profil von Matthias Schweighöfer geliked. Und tatsächlich ist es so, wenn Matthias Schweighöfer an einem Freitag nur schreibt, schönes Wochenende, was ja ein total netter, aber auch irgendwie inhaltsleerer Post ist bei Facebook, bekommt er Hunderttausende von Likes. Dafür, dass der schönes Wochenende wünscht. Oder an einem Montagmorgen, Tag oder guten Morgen, wo man sich denkt, guck, ne? Würdest du keinem Freund für ein Like geben, aber der kriegt den. Und du meinst, das hat tatsächlich schon einen Marktwert. Natürlich, weil das ja eine Reichweite ist. Mhm. Und er kann diese Reichweite übersetzen in Aktionen dieser Fans. Aber das finde ich ja schrecklich, wenn Filme in Zukunft jetzt aufgrund von Facebook-Marktwerten besetzt werden. Das ist eine Entwicklung, die mir persönlich nicht gefällt. Jana, was sagst du dazu? Ich verstehe dich da und ich verstehe auch sozusagen, dass man manchmal das Gefühl hat, es gibt eben so eine Niveauabsenkung. Das habe ich, wenn ich Fan bin von Zeit oder Süddeutsche und die mir dann irgendwann die gleichen Memes und Virals posten wie irgendwelche Quatschkanäle. Und ich das Gefühl habe, von euch will ich eigentlich was anderes, aber das Internet ist halt eher so ein Tollhaus, um einen altmodischen Begriff zu verwenden. Und ich glaube sozusagen, der Erfahrungswert, dass wenn man über Kaffee redet, über Wochenende, über verkatert sein, dass da die Likes nach oben gehen und es funktioniert einfach, wie Mainstream funktioniert, über den kleinsten gemeinsamen Nenner, das ist dann leider so. Was ich noch ein interessantes Beispiel finde für eher so inhaltliche Veränderungen, war, als ich House of Cards gesehen habe und gesehen habe... Die Serie mit Kevin Spacey? Genau. Wo er so einen intriganten Politiker spielt, ne? Genau, Netflix-Eigenproduktion und da fand ich spannend, wie die das gelöst haben, dass sehr, sehr selbstverständlich SMS-Nachrichten quasi in die Serie eingefügt worden sind. Die poppen dann nämlich dann im Bild genauso auf wie SMS-Nachrichten. Wie man sie auf seinem Smartphone sieht, wie man ne? sie auch sieht, genau. Und es ist eigentlich nur ein ganz kleiner Trick. Was ich daran aber mochte, ist, dass quasi das Erzähltempo und auch die Kommunikation wahnsinnig angezogen wird und deswegen zeitgemäß wird, weil wir ja heutzutage auch so sind, dass wir nicht mehr zu einem altmodischen Hörer greifen müssen oder was auch immer, sondern es geht alles sehr schnell. Wir können ganz schnell Dinge twittern und erfahren und Informationen springt einfach sehr viel weiter. Und auch also da, wo früher Kevin Spacey redet immer in die Kamera, ne? Das er redet auch Shakespeare direkt. Schon. Gemacht, ja klar, ne? Aber das gab es ja zeitweise Kamera. Gar nicht. Ne? Und so, aber dieses direkte Ansprache und so, das heißt, das diffundiert ja rein in die Darstellungsform noch. Vielleicht nicht in diesem Breite, wie wir das kennen, aber wird immer mehr aufgenommen. Ich habe das früher, ja, Florian? Ja, ich denke auch, dass das gerade auch erst in der Entwicklung ist. Es gibt ja auch so Beispiele wie diesen Film, der vor ein paar Jahren lief, One Day in the Life, wo eben jeder seinen Tag dokumentieren konnte, auf YouTube das hochstellen konnte, der dann auch parallel im Kino lief und auch von einem bekannteren Hollywood-Regisseur, ich glaube von dem Kevin MacDonald, dann als ein Film zusammengeschnitten wurde. Aber das spielt, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle. Was viel wichtiger ist, und da schließen auch diese Formen, über die wir eben geredet haben, an, ist sozusagen dieses Marketing, auch das virale Marketing. Das findet auch bei Hollywood-Produktionen natürlich ganz stark im Netz statt. Und das ist eben auch ganz wichtig. Wenn das nicht da ist und nicht funktioniert, dann kann man schon davon ausgehen, das wird nicht so ein großer Erfolg werden, wie bei einem Film, wo das tatsächlich funktioniert hat. Ne? Aber halten wir mal fest, das Internet hat bis jetzt die Inhalte von den großen Filmen, die auch im Kino ja noch laufen, eher wenig angetatscht. Ich kann nicht sagen, wie viel Umsatz ein Film machen wird. Ja, aber ich meine so das, was man sieht, das wird ja entweder beeinflusst da, dass die Darsteller entsprechend gecastet werden oder wie du sagtest, dass man versucht, die Lebenswelt mehr umzusetzen, indem das dann so aufploppt. Also ne? ich höre jetzt auch immer von irgendwelchen Kinofilmen, die neu sind und wo man dann quasi auch über AudioSync eine App... Was ist AudioSync? AudioSync ist auch das, was wir bei About Kate benutzt haben. Das heißt zum Beispiel, dass eine App zuhört, genau wie Shazam oder so. Das kennst du bestimmt, wenn man so einen Song herausfinden will. Genau.
und dann sozusagen weiß, wo ich als User bin innerhalb der Serie und dann quasi Dinge auf dein Handy schickt, genau, sekundengenau mit dem Timecode zu der passenden Szene. Aber lenkt mich das nicht ab, während ich die Szene sehe? Absolut, ich wollte nur was dazu sagen zu neuen Sachen, die passieren. Zum Beispiel habe ich jetzt davon gehört, dass es einen Kinofilm gibt, wo man quasi dann parallel passierende andere Szenen auf seinem iPhone oder iPad auf dem Schoß angucken kann. Also quasi sowas wie ein Splitscreen, nur über zwei Devices. Oder ich weiß noch, dass damals, wie heißt der Film nochmal, der über das Träumen geht und mit I anfängt? Inception. Mhm. Die hatten auch eine App, die feststellen kann, auf welchem Breitengrad auf der Erde du dich gerade bewegst und hat dann auch bestimmte verschiedene Dinge freigeschaltet. Das sind natürlich alles noch sehr spielerische Sachen und eben auch eher so Add-ons. Da muss ich auch wirklich sagen, in Bezug auf Kino weiß ich sonst nicht mehr, weil mein Kinobedürfnis auch tatsächlich ist, Geräte aus, Popcorn in die Hand, wenn überhaupt. Die Leute sich zu laut essen. Und aber wenn wir es vielleicht nochmal andersrum drehen, also es kommt ja auch, wenn wir Angry Birds nehmen, ne? Die haben, sind hergegangen, total trivial, ich schieße Vögel auf Schweine, ne? Und so Zeitvertreib irgendwie. Dann sind sie hergegangen, haben gesagt, nee, okay, diese Charaktere, ne, die kommen so gut an, die sind so beliebt, die sind so omnipräsent. Wir machen Merchandising. Ich kann jetzt irgendwie mir Bettdecken kaufen, ich kann mir Softdrinks kaufen, ich kann mir alles kaufen. Dann sind sie hergegangen, ja, Moment, diese Charaktere passen ja wunderbar zu Kinofilmen. Plötzlich waren sie in Kinofilmen drin, ne, diese Charaktere. Dann hat die NSA die Angry Birds. und das und jetzt, und das schließt dann den Kreis, haben sie ihre App geöffnet, um Bewegtbildinhalte dort reinzumachen. Mhm. Über Nacht sind sie das größte mobile Videonetzwerk der Welt. Ne? 600 Millionen Nutzer konnten, indem sie diesen Hebel umgelegt haben, Videos über diese App empfangen und so. Und das heißt, einerseits entwickeln sich diese Charaktere ins Kino rein, gleichzeitig entwickelt sich aber eine riesengroße Story und Welt daraus aus diesen Online-Charakteren, die eigentlich so Geschichten erzählt, die das Ganze abdeckt. Ne? Und dann ist es eben nicht mehr nur ein Kinofilm. Dann ist es eine App, dann ist es ein Vertriebswerk, dann ist es Merchandising, dann ist es eine Marke, dann ist es auch die Cartoon-Serie, aber dann ist es halt alles. Ne? Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, weil das ja auch mit dieser Idee des Transmedia einhergeht, dass ich sozusagen kein abgeschlossenes Erzähluniversum mehr habe. Ich habe da mal 90 Minuten Spielfilm und dann entwickelt sich was und ist irgendwann abgeschlossen, sondern dass das auch in anderen Medien fortgesetzt werden kann. Dann etwa zum Beispiel im Fernsehen oder eben im Internet, indem ich kürzere Episoden anbiete oder das tatsächlich auf ganz anderen Ausspielwegen auch noch weiterspinne, indem zum Beispiel einzelne Figuren einen Blog haben, wo sie selber auch bloggen. Ne? Soll heißen, wenn Film, Fernsehen und das Netz zusammentreffen, wird es entweder bunter, größer, weiter. Ich habe mehr Möglichkeiten, die kann ich nutzen, muss ich aber nicht. Aber um diese große Frage, die wir heute auch klären wollen, zu beantworten. Kino wird es weiter so geben, wie wir es kennen, zumindest noch eine ganze Weile, ja? Was sagt ihr? Ich gehe davon aus, dass das Kino so noch weiter existieren wird. Es sieht sich natürlich einem Konkurrenzdruck ausgesetzt, der aber immer auch schon vorhanden ist. Das Fernsehen, 50er Jahre, 60er Jahre, als das Fernsehen aufkommen, hatte man die Debatte ja auch schon. Und das Kino musste neue Formen entwickeln. Es ist natürlich eine bestimmte Ausnahmesituation, dieser große Leinwand, jetzt seit ein paar Jahren eben mit digitalem 3D und so weiter, die eben auch noch ein Alleinstellungsmerkmal für das Kino ist. Und solange es solche Formen gibt, denke ich auch, und auch Inhalte, die dafür produziert werden, der neueste Trend ist ja eben diese Higher Frame Rates, also dass auch mit einer erhöhten Bildwiederholungsfrequenz gearbeitet wird, dadurch das Bild noch schärfer und realistischer erscheint, was jetzt die Hobbit-Filme gemacht haben, dass man versucht sozusagen diese Illusion von Wirklichkeit noch immer stärker zu perfektionieren, ne? Und damit eben das Kino auch zu nobilitieren als etwas, was anders ist als die anderen Erfahrungen. Aber wenn die Kinotechnik immer weitergeht und wenn die Kinos sind ja heute schon alle auf digitale Technik fast umgestellt, keiner hat ja noch so eine Filmrolle da irgendwie, die er abspult. Wenn aber die Technik sich immer weiterentwickelt, müssen die Kinos doch immer nachschießen und immer neu kaufen. Wer kann sich das irgendwann noch leisten? Können das dann nicht nur die großen Multiplex-Dinger und wir haben irgendwann keine kleinen Kinos mehr? Das ist eine Frage, die ganz interessant ist, das war eine Befürchtung, die sich nicht so ganz bewahrheitet hat, weil tatsächlich auch die kleineren Kinos in einem geringeren Umfang nachgerüstet haben und dann aber auch teilweise von den Filmdistributoren unterstützt worden, die mir gesagt haben, wir einigen uns auf ein System, wir sind jetzt drei oder vier kleinere Firmen
und wir schließen uns zusammen und bezahlen eben diesen digitalen Projektor oder beteiligen uns da, investieren da und dafür können wir aber auch unsere Inhalte an dieses Kino weiterschicken und die zeigen dann auch unsere Filme in der entsprechenden Qualität. Und dadurch hat es sich ein bisschen ergeben, dass diese Situation, dass eben die Kinobetreiber immer wieder nachrüsten müssen, sich so tatsächlich nicht eingestellt hat, sondern dass es so eine Situation war, wo das so eine Art Umlage gab. Also dass sowohl der Zuschauer mehr bezahlt hat für die Filme, weil die Kinokarten ein bisschen teurer geworden sind, als auch der Vertrieb was reingegeben hat, als auch der Kinobetreiber. Mhm. Jana, ich wollte nur sagen, sozusagen aus Machersicht ist es auch nochmal so eine Sache, dass man sich mit sehr vielen kreativen Leuten oft zusammensetzt und wunderbare Pläne schmiedet. Und was in Deutschland jedenfalls noch ein Problem ist, ist eben die Filmförderung und auch Fernsehmachen innerhalb der Institutionen. Also dass die tatsächlich noch gar nicht ausgestattet sind mit diesen sehr, sehr wachen neuen Köpfen, die sozusagen wissen, wie es geht, sondern da sind es wirklich noch sehr, sehr lange Amtspfade, die man gehen muss und sehr viele Nerven, die man lassen muss, um neuere Projekte zu machen, die im Moment auch noch sehr unterfinanziert sind. Ist das einer der Gründe dafür, dass das Neue eher im Netz anfängt oder eher bei kleineren Fernsehsendern anfängt? Das ist definitiv so. Das sind einfach riesige Institutionen mit sehr, sehr langen Gängen. Und das ist eben aber auch nochmal eine Spezifität in Deutschland eben. Und das ist sozusagen eher etwas, was ich interessanter finde, dass man gar nicht darüber nachdenken muss, wer da wem die Butter vom Brot nimmt und was das für eine Brave New World ist und wie die uns alle Angst macht, sondern es passiert ja noch gar nicht so viel. Also wir sind sogar jetzt, wenn man vergleicht mit Amerika oder England und sogar Holland, ist da schon weiter aufgestellt mit interaktiven Game-Shows und so weiter. Also wir können ja auch erstmal ein bisschen gucken und dann kann man immer noch zurückrudern. Es ist ja Gott sei Dank kein Krieg. Aber vieles von dem, was da schon ist, kommt ja gerne auch mal zu uns rüber. Ja. Das wissen wir ja. Von daher können wir jetzt schon mal ein bisschen in die Zukunft gucken, was uns da vielleicht erwartet. Was sind diese interaktiven Game-Shows? Was passiert da? Naja, es geht einfach da, um bestimmte Zuschauerbedürfnisse einfach aufzufangen. Das heißt natürlich, dass die Leute, die Wer wird Millionär gucken, mitraten und am Ende sagen, ey, ich hätte auch Millionär werden können. Und diese Shows bieten einfach an, dass genau das passieren kann. Man loggt sich ein und quasi die Benutzeroberfläche, die GUI, die ich selber auf meinem Tablet-Computer habe, wird auch gespiegelt im Fernseher. Also das heißt, der Fernsehzuschauer ist das Gleiche wie der User im Netz, kann innerhalb eines kleinen Fensters auch community-mäßig mit den anderen Mitspielern interagieren und kann quasi ausschließlich virtuell, also man kann das machen, entweder noch mit Studiopublikum, man kann aber auch auf das Studiopublikum schon verzichten, kann man quasi dann tatsächlich vom Sofa aus um Millionen spielen und mitmachen. Das gibt es in verschiedenen Formen, also wirklich um Geld oder man hat doch noch einen Hauptkandidaten im Studio und es geht nur um kleine Gadgets, irgendwelche Coupons, die ich gewinnen kann. Natürlich hat es auch wieder alles mit dem sensiblen Thema zu tun, irgendwie auch Daten zu übermitteln. Das ist so ähnlich wie bei Watch Ever, wo ich bessere Empfehlungen bekomme, wenn ich eben auch mitteile, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Das ist ja auch noch so ein Thema, was wir noch nicht besprochen haben. Das ist natürlich auch damit zu tun hat, dass viele Möglichkeiten, die das Internet spannender machen, auch damit zu tun haben, dass ich meine Daten irgendwie teilen muss. Kommen wir doch auch direkt mal zu diesen Streaming-Diensten, die es ja verstärkt gibt. Ich habe jetzt gelesen, dass Netflix, dieser sehr beliebte in den USA, seine Europapräsenz ja ausweiten will. Ich glaube, bislang sind die in Frankreich und in Skandinavien und eventuell kommen sie jetzt ab März auch nach Deutschland. Ne? Und eventuell und Holland, soweit ich weiß. England, Holland bis jetzt und Skandinavien? Auf jeden Fall Deutschland vielleicht ja auch bald und alle warten irgendwie drauf, weil geil, da gibt es nicht nur House of Cards und so. Es ist ja ein Bezahldienst, es ist ein Streamingdienst. Ich habe auch parallel gesehen einen Test, den das Magazin Chip im vergangenen Jahr gemacht hat, wo diese verschiedenen Streamingdienste, die man in Deutschland schon haben kann und abonnieren und bezahlen kann, verglichen haben. Und da war so das einhellige Resümee, Mist, ist alles noch nicht so schön wie Netflix. Auch von so Geschwindigkeit her und der Übertragungsrate und was man da bezahlen muss. Und dann haben die nicht alle aktuellen Serien und die Filme sind nicht im Original verfügbar und so. Also das ist auch noch keine Konkurrenz zu Film und Fernsehen, oder? Heute, die Streamingdienste? Oder wie seht ihr das? Also ich würde sagen, zum Beispiel Watch Ever ist gar nicht so weit weg von Netflix. Die haben sogar die gleiche Software, die benutzen. Auch eigentlich relativ den gleichen Look. Vielleicht eben, also sie haben noch jetzt noch keine Eigenproduktion, aber ich glaube, das wollen sie auch machen in Zukunft. Und natürlich haben die auch noch nicht so viele Filme uns eingekauft. Aber eigentlich ist es doch ziemlich ähnlich. Also dafür, was für ein Hype um Netflix ist, die da mal reingeguckt haben, sehen, das ist jetzt auch nicht so viel anders. Und in Bezug auf mein eigenes einfach nur Sehverhalten und das meiner Freunde, kann ich schon sagen, dass das schon eine Konkurrenz ist, auf jeden Fall.
zu meinem Fernsehkonsum jetzt. Mhm. Wie seht ihr das, Florian, Bertram? Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es, glaube ich, noch sehr gering, aber es ist ein starkes Wachstum zu beobachten tatsächlich. Also es macht dann vielleicht im Moment nur 5 oder 8% insgesamt aus, was jetzt die Rezeption zum Beispiel von Fernsehinhalten anbelangt. Aber das gilt natürlich auch für die kostenlosen Mediatheken. Die Fernsehsender haben ja auch alle Mediatheken, wo sie ihre Inhalte dann auch nochmal anbieten, in der Regel kostenlos. Das ist natürlich ein Riesenwachstumsmarkt und gerade die Konsumenten, die jetzt sozusagen mit den neuen Medien auch aufwachsen, die rezipieren zum Beispiel Fernsehen natürlich auch primär übers Internet. Ne? Das muss man sagen. Aber Bertram hat eben schon gesagt, man kann nur dann eine Konkurrenz sein, wenn man was anbietet, was die anderen noch nicht haben. Ja, was müsste zum Beispiel so ein Streamingdienst machen, damit er in Deutschland einem Fernsehsender ernsthaft Konkurrenz machen könnte? Ja, das wollen die ja auch gar nicht. Also das, wenn man Netflix hört, was macht Netflix? Sie sagen, sie sind ein Add-on. Ein Add-on. Mhm. Also ich schaue Fernsehen und ich gehe dann wieder irgendwie danach und habe Netflix und ich habe den bequemeren Zugang, ich habe einen anderen Zugang zu den Inhalten. Das große Problem, was wir all diese Sachen haben, wir diskutieren immer, sind die schlecht für die Fernsehsender? Ne? Ich meine nicht schlecht, sondern nur vielleicht auch eine gesunde Konkurrenz. Damit ja, das Problem ist, sie können ja keine Konkurrenz sein, solange sie die Inhalte der Sender haben. Ne? Also solange über diese Dienste ist es nur alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Und so letzten Endes ist es dann nur die Frage, woher kommt das Geld? Ne? Kommt das Geld von den Werbetreibenden, weil die dafür bezahlen, dass ich die Reichweite habe auf dem linearen Sender? Oder kommt das Geld von den Nutzern, die dafür bezahlen, dass sie über WatchEver keine Werbung sehen und jederzeit anschauen können? Am Schluss kommt hinten wahrscheinlich das gleiche Geld raus für die gleichen Inhalte. Und das Interessante wird natürlich sein, wie dieser Übergang gemanagt wird. Wenn es, also für wirklich eine Zielgruppe wird es, ich kann von mir sprechen, ich gucke nichts mehr linear. Ich lasse mich nicht mehr von irgendjemand vorschreiben, wann ich vor dem Fernseher zu sitzen habe, sondern ich gucke nur noch on demand. Ich kann das auch nicht haben, dann da irgendwie zufällig irgendwo rein in eine Talkshow reinzufallen und dann sofort weg zu müssen, das geht einfach nicht mehr. Aber das heißt, ich glaube, es wird einige Leute geben, die genau dieses Verhalten machen. Das wird auf nicht alle zutreffen. Für die Industrie bedeutet das halt natürlich, dass sich wahrscheinlich eine gewisse Machtverschiebung, die Inhalte haben, die gute Inhalte haben, werden umworben werden von allen. Weil was passiert? Netflix kommt, ein Love-Film ist schon da. In Amazon, die hinter Love-Film stehen, haben auch tiefe Taschen. Dann haben wir ein Watch-Ever, wo Vivendi hintersteht, auch viel Geld. Dann haben wir natürlich noch ein Sky, wo natürlich Murdoch irgendwo dahinter steht, wo auch Geld ist. Das heißt, die werden alle die gleichen Inhalte haben und sagen, ja, okay, bei mir kriegst du exklusiv nur diese Inhalte. Ne? Über Sky Snap bekommst du Game of Thrones. Das bekommst du nicht bei Netflix, das bekommst du nicht bei Maxdome und so weiter. Das heißt, es wird immer höher geboten für die großen Inhalte. Also für die Produzenten ist das im Prinzip Sky, ne? Toll. Ja, genau. Also wer hochwertige Inhalte hat, kann sich darauf ausruhen und kann sagen, abwarten, bis er wer am meisten bietet, genau. Quasi. Im Moment habe ich überhaupt das Gefühl, dass wir als Konsumenten uns eigentlich nur freuen können auf die Veränderungen in der ganzen Welt, weil wir können ja anscheinend aussuchen, was wir haben wollen, ob wir beim Alten bleiben, ob wir linear gucken, ob wir on demand gucken, ob wir uns interaktiv beteiligen, ob wir es lassen, ob wir ins Kino gehen. Gibt es eigentlich in diesem ganzen Gemenge Zukunft, Film, Fernsehen, Internet niemanden, der sich beklagt? Also ich glaube schon, dass es Nachteile gibt, auch für die Produzenten, nämlich in der Hinsicht auch ein bisschen mit diesem demokratischen Anything Goes, dass sozusagen sehr viele alles machen können, dass natürlich, das ist aber auch wieder eine gesunde Evolution vielleicht, dass es eine wahnsinnige Schwemme gibt und die Alleinstellungsmerkmale an Filmproduktion, an Fernsehserienproduktion oder an Videoportalen? An Serienproduktion oder an sowohl was, ob es ist Kurzfilme, mittellange Filme angeht, also auch für jüngere Menschen oder eben auch Webserien oder so. Also es wird schon schwieriger, jetzt ist es vielleicht in Deutschland auch was anderes, aber eben nochmal besonders zu sein, weil wir haben jetzt ja nur die Beispiele von Mad Men und House of Cards. Das sind wirklich ganz, ganz andere Budgets als das, was hier im Moment in Deutschland irgendwie möglich ist. Und aber natürlich ist es auch einfach eine Herausforderung. Und als ich eben Konkurrenz meinte, meinte ich natürlich nur, dass ich, wenn ich sozusagen wirklich alle Folgen durchgucke von den großen amerikanischen Serien auf WatchEver, dann gucke ich eben in dem Moment kein deutsches Fernsehen. Ich habe aber zum Beispiel noch anders als du, und es gibt da, glaube ich, noch ein paar Leute, auch manchmal noch das Gefühl, dass es im Fernsehen so einen Ereignischarakter des Ersten gibt, dass wenn ich es nicht irgendwie in der Mediathek gucke, sondern heute kommt sozusagen der neue Tatort, also ich bin gar kein Tatort-Fan. Jetzt gleich kommt das Interview mit Edward Snowden und es wird erst um 23. Wenn man es da nicht gesehen hat, kann man es zwar am nächsten Tag nachgucken, aber dann hat man es nicht sofort gesehen. Man hat es sofort gesehen, man konnte nicht sofort darüber twittern. Ja. Genau, aber
Ja, das, deswegen. Also, aber trotzdem, insgesamt sozusagen würde ich auch da gar nicht so eine Schwarzmalerei betreiben. Oh, ich wollte nicht schwarzmalen. Ich frage nicht, nur, nicht, dass du das tust. Ich glaube, ja, Mittelmaß bekommt ein Problem. Also Mittelmaß. Alles, was irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Also ist ja noch gut dafür. Entweder, besser für uns. Gut, ja, hängt davon ab. Naja, aber die Nutzer gehen natürlich zu den Hochglanzproduktionen, den tollen Sachen, den bewiesenen Formaten, über die jeder redet. Mhm. Klar, logisch. Mhm. Und das ist meistens sind das natürlich dann die US-Formate. Mhm. Und auf der anderen Seite kommen natürlich die günstig produzieren, Masse machen, Strecke machen können. Und irgendwo dazwischen gibt es dann noch so Produktionen, die nett gemeint sind, ne? Aber halt irgendwie, ja, und die werden ein Problem bekommen. Das funktioniert heutzutage im Fernsehen, weil da habe ich ein Publikum dafür. Ne? Das funktioniert nicht mehr, wenn sich die Nutzer bewusst dafür entscheiden müssen und dann sagen, okay, dafür bezahle ich für diesen Inhalt. Und so diese Mischkalkulation wird wahrscheinlich irgendwann aufbrechen. Und wenn die aufbricht, dann bekommen wahrscheinlich einige Fernsehsender auch ein Problem. Aber was ist das mit dem, was Jana eben angesprochen hat, die Datenschutzproblematik? Also wenn zum Beispiel mehr tolle Sachen, die wir auch alle sehen, konsumieren oder an denen wir uns beteiligen wollen, bei Film und Fernsehen im Netz vielleicht stattfinden? Oder auch im Fernsehen und im Netz gleichzeitig. Und man muss sich anmelden. Und man bekommt mehr und Besseres, wenn man mehr von sich preisgibt, so wie du das schon angedeutet hast. Habt ihr da schon Beispiele? Du hast eben Watch Ever genannt. Genau. Wie meintest du das? Also man kriegt einfach besser custom-made sein eigenes Programm vorgeschlagen. Ich glaube, bei Watch Ever ist noch ziemlich übersichtlich und deswegen nicht so wichtig. Wäre jetzt aber wichtiger, wenn es eben viel zahlreicher ist, was dort angeboten wird. Und in dem Moment, wo ich halt bestimmte, also ähnlich wie bei Amazon oder so, sage, das und das like ich und das nicht, weiß das Programm natürlich, okay, ich schlage dir andere Dinge vor. Und das Gleiche gilt, dass ich mich, was ja eigentlich voll cool ist, mit Facebook oder so verlinken kann und dann sehen kann, was gucken meine Freunde gerade, XY empfiehlt das, dann kann ich da ja auch mal reinschauen. Also umso mehr Möglichkeiten, Bequemlichkeiten, Vorteile ich habe, umso mehr gebe ich eben auch Preis. Mhm. Und das ist natürlich auch so, dadurch, dass es immer auch um Geld geht, dass viele von diesen neuen Marketinggedanken eben auch die sind, dass zum Beispiel Werbung dann viel spezifischer abläuft. Das heißt, die wissen, das ist jetzt eine Frau über 60, da brauche ich keine OB-Werbung mehr zu schalten und auch keine Babywindeln mehr und so weiter und so fort. Und jeder kriegt sogar custom-made seine Werbung. Und Brave New World-mäßig kann ich dann vielleicht noch im besten Fall irgendwie von der Hauptdarstellerin Pullover anklicken und bekomme dann irgendwie den passenden Shopping-Link. Also natürlich gibt es auch ganz viele Marketing-Ideen zu diesen neuen Möglichkeiten. Dabei kann man sich natürlich erstmal freuen, wenn man denkt, der Pulli ist toll, den will ich auch haben. Klar. Aber es hat irgendwie diese Hintertür. Also in dem Moment, das ist ja genauso wie kleine Bonuskarten im Supermarkt. Also auf der einen Seite kriege ich dann irgendwie vielleicht ein tolles WMF-Geschirrset. Und auf der anderen Seite hinterlasse ich halt überall meine Spuren. Mhm. Das ist so. Florian, wenn ihr das so an der Uni Leipzig, an eurem Institut auch, wenn ihr da, habt ja verschiedene Forschungsbereiche, habt ihr da schon irgendwas entdeckt, was euch ein bisschen im Magen liegt, wo ihr denkt, die Film- und Fernsehwelt, die durch das Netz erweitert und möglich und ausgebaut wird, da ist irgendwas, was uns gar nicht so schmeckt? Also ein Problem ist sicherlich auch das der Orientierung, dass sozusagen für alle breiten Rezipienten, Schichten verfügbar ist. Man redet ja davon, dass eben die klassischen Push-Medien zu Pull-Medien werden. Das heißt, ich kann mir selber meine Inhalte rausziehen. Das erfordert natürlich auch eine andere Medienkompetenz jetzt, als wenn ich sozusagen einfach den Fernseher einschalte und sehe, ah ja, jetzt kommt eben das. Und dann senden die Fernsehsender im Striping auch immer noch alle das Gleiche, mehr oder weniger. Also dass sozusagen überall Talkshows parallel auf allen Sendungen um 22 Uhr laufen etwa, ne? Du meinst, es fallen ein paar Nutzer hinten über. Also ich meine, meine Oma kriegt die Krise, wenn die in der Tagesschau sagen, mehr Infos haben wir im Internet. Und die sagt, ja, da komme ich jetzt nicht dran, weil ich weiß nicht, wie es geht. Genau. Also die fallen weg. Die können dann bestimmte Dinge einfach nicht nutzen. Das wäre eine Gefahr, dass sozusagen diese Orientierung und auch sozusagen die Vielfalt so groß ist, dass die Orientierung eigentlich gar nicht mehr möglich ist dann am Ende. Ne? Das ist das Einzige, was euch Magenschmerzen bereitet? Naja, nee, das ist nicht das Einzige, das wäre jetzt ein Beispiel. Ne? Okay. Das wäre jetzt ein Beispiel. Weil das wäre ja nur ein kleines Schmerzchen. Ne? Ja, das mit dem Datenschutz kann ich ehrlich gesagt, ich kenne mich mit Netflix und Watch aber gar nicht aus, habe da auch gar nicht, weil ich ja eher Kinoexperte bin. Ich kenne das nur in Bezug auf Augmented Reality, das ist ja diese zusätzliche angereicherte Realität, wo ich eben digitale Inhalte zu realen Umgebungen zu abrufen kann.
Und da spielt natürlich auch der Datenschutz eine ganz große Rolle, indem zum Beispiel diese geplante Google-Brille alle Personen, denen ich begegne, einen Snapshot von dem Gesicht macht und ich dann sehen kann bei Google, mit wem hat er geredet und mit wem ist er befreundet. Ne? Das wäre, und da wird natürlich ganz stark auch über Datenschutz geredet. Also ich finde, gerade bei diesem Datenschutz ist ja, sind wir eigentlich genau wieder bei der Medienkompetenz. Weil es ist ja, letzten Endes entscheiden ja die Nutzer was. Was gebe ich preis? Du weißt, wie verführerisch es ist, mal eben schnell was preiszugeben, wo man vielleicht noch nicht so ganz übersehen kann, welche Folgen es hat. Also ich finde halt immer, also gerade ich finde diese Payback-Karten wunderbar. Ne? Also selbst Alnatura, wo ich mir immer denke, haben sie eine Payback-Karte? Und man denkt, ein Biomarkt mit Payback-Karte ist irgendwie passt nicht zusammen, so vom Image. Mhm. Und so, also die Deutschen sind wunderbar, wenn es darum geht, du kriegst einen Centbetrag irgendwie am Schluss. Und ich habe mich mal mit Leuten unterhalten, was die alles haben an Daten. Die können wirklich Riesenprofile da hinten raus machen, Kaufhistorie und so weiter. Ich kann, in den USA werden diese Daten so ausgewertet, dass die wissen, nämlich zum Beispiel, Frauen ändern ihren Geschmack bei bestimmten Drogerieartikeln nur einmal im Leben und das ist, wenn sie schwanger werden. Und das heißt, die sehen genau in der Kaufhistorie, die hat immer irgendwie Shampoo A gekauft, jetzt kauft sie Shampoo B, also ist sie schwanger. Da müsste ich jeden Monat schwanger sein. Ich glaube, dass da gab es sogar einen Fall in Amerika, wo ein Vater dann so eine Kaufhauskette verklagt hat, weil die Kaufhaus wusste schon vor ihm, dass seine Tochter schwanger ist. Wenn das in der analogen Welt allerdings passiert, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es in der digitalen noch schlimmer wird. Nein, aber ich finde, also wir haben das jeden Tag. Ne? Und das sind solche Sachen, wo wir das jeden Tag sehen und so, wo eigentlich jeder akzeptiert. Mhm. Und wenn wir dann online einmal darum geht, okay, der hat hier ein Like gesetzt und es speichert Facebook, dann müssen wir hier irgendwie was dagegen unternehmen. Also irgendwie gehen diese zwei Sachen nicht zusammen. Ich meine nicht unternehmen, sondern nur ein bisschen skeptischer sein. Ich würde es auch ein bisschen anders sehen, weil ist das ja auch schon was Digitales, wenn ich sozusagen so eine kleine Chipkarte habe und da Daten gesammelt werden. Und sozusagen, eigentlich habe ich eben auch schon gesagt, sind wir ja alle erwachsen und mündig und wissen, was wir tun, aber diese Dienste haben ja alle den Blankoscheck von, ich kann quasi die User-Terms und so immer verändern und du bist trotzdem für immer sozusagen gefangen bei mir. Und wie gesagt, niemand liest die iTunes und Apple-Lizenzen durch. Wir scrollen alle runter, wenn überhaupt, und drücken auf OK. Und ich glaube, genauso läuft es ab mit Google. Als Google mit YouTube zusammengemerged ist, habe ich auf einmal irgendwie meine YouTube-Playlist irgendwie auch in meinem Google-Account mit drin und ich weiß gar nicht, habe ich jetzt das neue Häkchen an der richtigen Stelle gemacht oder lesen meine Business-Kontakte jetzt auch, was ich für skurrile YouTube-Videos mir angeguckt habe oder so. Und solche Dinge können einfach passieren und ich sehe auch immer wieder auf Facebook Leute, die ganz viele Sachen öffentlich posten und einfach sehr viel zugänglich ist, weil sie anscheinend nicht die Zeit haben, ständig diese Neuüberarbeitung dieser Software sich durchzulesen und die richtigen Häkchen und Schieber zu setzen. Damit driften wir natürlich ein bisschen ab gerade. Ja. Allerdings spielt es natürlich mit rein. Wenn Film und Fernsehen mit dem Netz zusammenwachsen, ich habe YouTube gesagt. Dann sind das Probleme, die auch da auftreten werden. Ich fasse mal zusammen. Wir wollten wissen, bleibt das Kino bestehen nebenher weiterhin? Ja, wird wohl. Ne? Wird erstmal so bleiben. Es wird auch weiterhin klassisches Rieselfernsehen geben. Häkchen dran, oder? Wird es auch weitergeben. Es wird erweitert. Es gibt mehr Optionen. Es gibt Dinge, die finden vielleicht in Zukunft filmfernsehmäßig nur im Netz erstmal statt. Wandern vielleicht irgendwann mal wieder ins klassische Fernsehen rein. Dann gibt es Sachen, die werden wir vielleicht irgendwann auch wieder vergessen, weil sie nicht funktionieren. Keiner will das. Die ganze Marketingwelt drumherum wird größer, beeinflusst auch die Inhalte wiederum. Also es wird größer, aber vieles bleibt einfach erstmal. Ist das so das Fazit, auf das wir uns einigen? Ja, wir haben jetzt auch viel ausgelassen und wahrscheinlich gucken Leute zu und denken so, what? Also so diese ganze Smart-TV-Sache und dass ich mir dann selber meine Programme auf meinem Screen zusammenstellen kann und so weiter. Da geht es ja um die Technik und um die Ausspielwege. Ja, aber die Technik hängt ja gerade bei dem, was wir da tun, sehr, sehr nah mit dem Gefühl zusammen, was wir haben, wenn wir das rezipieren. Also nochmal auf dieses Dispositiv und so weiter angesprochen. Ein YouTube-Video auf dem Fernseher ist nichts anderes als Fernsehen. Sieht genauso aus. Wenn ihr jetzt aber den Leuten, die sagen, die haben viel vergessen, oder da gibt's, wenn ihr jetzt den Leuten noch was an die Hand geben wollt, als weiterführende Links, welche Websites würdet ihr vielleicht empfehlen, wenn man sich für diese Veränderung rund um Film, Fernsehwelt, kommt mit dem Netz zusammen, interessiert? Gibt's eine, die euch spontan einfällt? Du hast deinen eigenen Blog, Bertram, das weiß ich. Du darfst ihn einmal sagen, komm. Digitaler Film. Dein Blog. Genau, oder googleproduction.com/blog. Den könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. Florian, hast du auch eine Empfehlung? Ich habe auch eine Empfehlung. Ja, also wir haben ja geforscht hauptsächlich über die Umbrüche des Kinos und da gibt es ein Forschungsprojekt zu, das heißt Erfahrungsraum Kino und da gibt es auch eine Webseite erfahrungsraum-kino.de. Mhm.
Jana, abgesehen von About Kate, jetzt die Serie. Stein bei mir, genau. Einfach meinen Namen googeln und gucken, was ich mir so Neues ausdenke. Bei mir sind es zu viele Seiten. Also es wird nie eine Seite geben, die alles bündelt, glaube ich. Und deswegen. Aber About Kate ist ein schöner Start. Ich kann es nur empfehlen. Schön, dass ihr da wart. Ja, bei uns. Jana Nanzig. Und Bertram, deinen Nachnamen habe ich schon vergessen. Bertram Google, das ist der schönste Nachname. Bertram Google, ich fürchte mich nämlich so vor Florians Nachnamen, weil ich den heute den ganzen Tag schon falsch gesagt habe. Deswegen fiel mir deiner gerade schon nicht mehr ein. Florian Mundhenke. Henke. Genau. Sollte Schenke sagen. Schön, dass ihr alle bei uns wart und gesprochen habt mit uns. Toll, dass ihr alle da wart. Vielen Dank an unser Publikum. Der nächste digitale Salon dann Ende Februar. Würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und toll, dass ihr da wart. Habt noch einen guten Tag. Dankeschön. Dankeschön.